Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Wir sind jetzt in der Wolkenstadt Bespin, die da oben einen wunderschönen Rand hat. Obwohl, ich glaube, das soll sogar eine Plattform sein. Und da ist nicht so schlimm. Wir spazieren uns mal hier gemütlich rein. Hallo. Danke. Gibt es hier noch einen anderen Eingang? Nein, nein! Schwert! Nein! Ja, es fängt gut an. Okay. Ah ja, stimmt, wir haben ja das letzte Mal was Neues bekommen. Schub und Griff sind auf Stufe 2. Und die Heilung haben wir bekommen, sehr schön. Packen wir die direkt mal rein, wenn ich die Taste finde. Genau, auf X war das. Ach komm! Nein! Natürlich, hier. Hier klappt gar nichts wieder. So, einmal kurz schnell gespeichert, damit ich hier wieder laden kann. Vorsichtig. Da kommt ein Luftzug raus. Ach, da kommt ein Lift! Okay. Das erklärt natürlich einiges. So, aber jetzt sind wir perfekt gerüstet. Wir können uns heilen. Im Prinzip unendlich, weil die Heilung nur Macht kostet. Wir haben den Geistestrick, wir haben den neuen Schub. Wir sind perfekt ausgerüstet. So. Ich merke gerade, dass das auf meinen Kopfhörer jetzt gerade ein bisschen zu laut ist, aber ich werde jetzt nichts groß umstellen, weil es dann nachher dann wieder so nervig ist, das alles vernünftig anzupassen. So, wo komme ich denn hier raus? Da oben sieht's gut aus. Okay. Ich schätze mal, auf dem kleinen, von dem kleinen Vorsprung aus sollte ich es schaffen. Das hat mich jetzt kurz erschrocken. Ups. Ja. Warten, bis der Lift kommt. Dann machen wir es nochmal. So kann man seine Zeit auch verschwenden. Ach ja. Okay, da kommt so ein dicker Lift runter und macht hier unten Chaos. So, nein. Wir bleiben bei dem. Ich würde nur gerne den Geistertrick hier einfach mal einsetzen. Einfach nur, weil es kann. Das war auf der Stufe noch nicht so cool. Wie er auf späteren Stufen ist. Oder, auf späteren Stufen kämpfen die nämlich dann auch für mich. Wenn ich sie gegeistertrickt habe. So, okay. Nicht auf den Vorsprung. Merken. Nur auf das kleine Ding davor. Ah! Ich bin da ein bisschen zu hektisch. Aber die Tür geht ja nicht auf. Benutzen kann ich die auch nicht mit E. Ich habe nur Angst, wenn der da runterfällt, dass ich da dann mir sehr, sehr weh tue. Gibt es hier nicht irgendwo einen Schalter vielleicht? Oder ist jetzt wirklich das da oben? Wie komme ich denn da vernünftig hoch? Nein! Aua. Ups. Du musst doch irgendwie einfach durch die Tür hier gehen. Da muss doch irgendwo was sein. Ist doch nicht möglich, dass ich hier irgendwas komplett übersehe, oder? Irgendwie komme ich da nicht hoch. Warte mal.
der Punkt. Da ist Tür. Oben. Das muss doch gehen, dass er da hochkomme. Ich glaube, ich kann auf dem Lift nicht draufstehen, wenn er wieder runterfährt. Ich glaube, das würde ich nicht überleben. Dafür fährt der zu schnell nach unten. Oder? Oh doch, das geht sogar. Gibt's hier sonst irgendwas, das ich nicht sehe? Ah! Natürlich. Wenn man nicht auf dem Boden steht, ist man natürlich verloren. Okay. Das kann jetzt doch etwas länger dauern hier. Ich mich weiterhin so anstelle. Natürlich war hier nur ein Versteck. Jetzt habe ich mich so gut angestellt. So. Da muss es doch hier irgendwo rausgehen. Ah, nervt mich das jetzt. Die ganze Arbeit umsonst. Ach ja, klar, jetzt geht... Gott ist mein Zeuge. Ich bin 5-mal gegen diese Tür gegangen und die ist nie aufgegangen. Jetzt auf einmal natürlich. Okay, das ist wirklich ein bisschen lauter für meinen Kopf, warum muss ich sagen. Ich werde schon überleben. So, ich wollte jetzt eigentlich nochmal zurückgehen und das Schild mitnehmen. Natürlich. Vielleicht geht die Tür auch nur auf, wenn der Lift gerade da ist. Kannst mich doch mal. Blödes Spiel. Verarsch mich hier. Wird man sich wirklich ein bisschen gemobbt von dem Spiel? Ha klar, jetzt geht die Tür natürlich auf. Es war so klar. Können wir mal wieder ein bisschen mit Waffen auch? Und wieder nicht nur mit dem Lichtschwert kämpfen, oder? Bumerang-Schuss! Ich meine, ich muss die Waffen normalerweise zwischendurch immer wieder mal verwenden, wenn die Gegner weiter wegstehen oder so. Aber es macht Spaß, sie ab und zu mal einfach nur einzusetzen. Danke. Oh yeah! So, hallo, du Wolkengleiter. Oh, ich habe Schaden bekommen. Juhu. Sind denn eigentlich die Bacta-Tanks komplett sinnlos geworden für mich? Außer im direkten Kampf. Wenn man jetzt während einem Kampf zu viel Schaden kriegt. Aber ansonsten mache ich den hier und bin wieder voll. Hier war keine Tür, oder? Hier war nur der Gleiter. Ja, war klar. Okay. Dann eben nicht. So. Lift rufen. Ich will nicht unnötig Schaden kriegen. Durch freien Fall. So, hier unten gab es ja noch diese Tür hier. Lass mich raten. Ah, und der schaltet dann das Feuer da drin aus, damit ich durchgehen kann. Die kann ich nicht zerstören, oder? Die sehen so aus wie solche Rohre, die man bei manchen Missionen zerstören kann, deswegen. Haucht er lieber zweimal drauf. Hier geht's auch nochmal hoch. Ich schätze mal, da vorne geht es dann wirklich weiter. Wird wahrscheinlich das gleiche nochmal sein. Nochmal so ein Parkplatz, ja. Komm her. Komm, komm. Sehr schön. Bravo, Junge.
Oh, ich durch die Welt gleiten. Oh. Schöner Bug. Es kostet jetzt noch ziemlich viel Macht eigentlich für ein paar Lebenspunkte, aber das mit einer höheren Stufe gleicht sich das natürlich auch wieder aus. Dann geht das auch viel schneller. So, wir brauchen einen Geistestrick. Omnibom. Au! Okay. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass das besser funktioniert. Jetzt kann ich die Gegner nochmal töten. Eigentlich muss ich die gar nicht töten, oder? Bringt mir eh nichts. Ha! Ich kann die jetzt entwaffnen. Ist das cool. Komm her. Das hat jetzt den Bogen hier genommen? Verrückt. Was die alles können. So, auf der anderen Seite gehe ich jetzt aber nicht nochmal hoch, weil das bringt eh nichts. Außer vielleicht für die Statistik, aber die ist mir hier herzlos egal. So, hier rein. Das sind jetzt noch ein paar Gegner normalerweise. Ja. Die hätte ich vorhin erledigt. Bevor hier alles den Bach runterging. Komm, schieß das selbst tot. Au! Das sind aber gemein. So, ich glaube, ich werde jetzt die Heilung gut gebrauchen können hier. Indem mir so viel, wenn ich jetzt kein Schild mehr habe. Ich meine, ihr könnt jetzt zurücklaufen, aber ist mir jetzt irgendwie der Weg zu lang. Und ich habe jetzt die Heilung. So! Oh! Speichern. Oh. Okay. Boah. Eieiei. Ach, das geht aufwärts. Ich dachte, das geht abwärts. Ja, stimmt, wir haben ja eigentlich ganz unten angefangen. Oh! Praktisch. Gerade noch darüber geredet, dass ich kein Schild mehr habe. Schon steht da einer. Oh. Oh, oh. Nein, nein, nein. Nein, oh, oh. Eieiei. Ah, toll. Aha. Okay. Interessant. Darüber lässt sich jetzt streiten. Noch mehr irgendwo? Bin gerade in Stimmung. Okay. Ich nehme das mal als Nein. So. Wir heilen uns jetzt erstmal wieder voll. Dann wird einmal ein Quick Save gemacht. Ah, Geistestrick brauchen wir nicht. Heilung wäre praktischer. Und dann gehen wir da nochmal rein und schauen, ob uns diese Röhren hier wirklich Schaden machen. Oder vielleicht nur werden. Dieses Gitter hier auftaucht. Ach, vielleicht habe ich deswegen die Heilung bekommen für das Level.